Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt ziehe ich das erste Mal die kleine Maus um. Sie hat noch keinen Namen, aber den wird sie bestimmt bald bekommen. Und da wollte ich euch einfach mitnehmen. Viel Spaß dabei! Dann mal los. Das mit dem ist sie gekommen, mit diesem süßen Body. Der hat so oben eine Schleife und hier so einen kleinen süßen Hasen und diesen süßen Strampler mit Little Piccole. Nee, Tutu Piccole, keine Ahnung, was heißt, aber ganz herzlich mit den Schleifchen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ziehe ich sie mal noch um. Alles kann er oben aufmachen. Und an der Seite. Yay, cool, hatte ich noch nie. Als erstes wollte ich mal schauen, ob die Stoffwindel passt. Denke schon, aber jetzt werden wir gestört. Okay, dann geht es jetzt weiter. Ein paar Minuten später. Ich wollte jetzt mal schauen, ob diese Windel hier passt. Aber ich glaube schon. Ich mache mich die viel lieber. Kann man dann auch so machen, ne? Das ist ja gut. Chini-Chini-Beinchen. Chini-Chini-Beinchen. Das ziehe ich jetzt an. Ein Body, ne? Versuchen wir diesen grauen hier. So. Von unten. Der ist ja viel zu groß. Egal. Rosa Hose. Größe 50. Fast zu klein. Ich ziehe diese Socken an, die passen. Sehr gut sogar. Und die Socken Nummer 2. Hose. So, jetzt klebt schon wieder jemand. Moment mal bitte. Dann schauen wir mal, ob wir das Video heute noch fertig kriegen. So, ich hatte mir überlegt. Wir probieren dieses hier. Das wird viel zu groß sein. Das müssen wir jetzt über den Kopf ziehen. So. Na guckt. Da bin ich schon hingegangen, habe das quasi so halbiert. Ist nicht so lang ist. Ich muss unbedingt mal wieder nähen. Vielleicht schaffe ich es ja mal, euch mitzunehmen. Ach, ist das herzig. Ist die süß.
Ist die nicht süß? Okay, jetzt machen wir die Haare noch. Genau, die Bürste habe ich gesucht. Die mache jetzt ein bisschen nass. Engelchen. Und ich habe noch einen Schnuller. Den hier soll sie dann bekommen, ne? Der ist doch schön, aber der geht wahrscheinlich nur, wenn ich diese Magnete von dem anderen nehme. Süß. So, dann hoffe ich, das Video war nicht zu voll mit Unterbrechungen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüssi!